Hallo und schönen guten Morgen. Heute möchte ich euch mal ein paar Worte zum Castrum Woodsman erzählen. Das habe ich ja jetzt ungefähr 5-6 Tage und habe es schon ausgiebig getestet. Die Scheide habe ich etwas nachgeformt, gefällt mir so einfach besser und sie nimmt das Messer auch sehr sicher auf. Die Scheide ist sehr gut verarbeitet, muss man schon sagen. Die Gürtelschlaufe ausreichend groß, vernäht und vernietet. Jo, dann kommen wir jetzt mal zum Messer. Hier ist das gute Stück K720 Klingenstahl, Mooreiche Griffschalen. Mal ein paar Maße. Die Klinge ist 88 mm, sie ist 4,3 mm dick und eine Gesamtlänge hat das Messer von 20,5 cm. Jo, was zum Anschliff. Also mir ist der Anschliff hier zu, wie soll ich sagen, zu steil mit 40 Grad, hat einen Flankenwinkel von 2x20 Grad und bei einer Klingendicke von 4,3 mm ist das schon sehr extrem. Es macht sich also beim Schneiden von Gemüse oder Kartoffeln oder sowas, macht es sich schon bemerkbar. Der Anschliff ist nur 7,5 mm hoch und da keilt das Messer mehr, wie es schneidet. Und das wollen wir jetzt mal kurz kontrollieren. An einer Kartoffel. So, ihr seht schon und man hört es auch, es spaltet mehr wie es schneidet. Das Messer hat also seine Stärken beim Holzspalten, Holzbearbeiten, Schnitzen, weniger beim Gemüse zubereiten. Und das wollen wir jetzt mal kurz gucken. Ich habe hier mal ein Stück Fichtenholz. Und da wollen wir mal sehen, wie das Messer im Holz arbeitet. Das ist also super. Die Klinge braucht etwas Pflege, da es ein Kohlenstoffstahl ist. Ist auch schon ein bisschen angelaufen, aber das stört mich nicht, da ich es als reines Arbeitsmesser hole oder auch benutze. Und es arbeitet in Holz wirklich sehr gut. Ist jetzt Fichtenholz, ist nicht das härteste Holz, aber man sieht doch, dass das Messer funktioniert. Ich habe da jetzt die letzten Tage immer mein Anmachholz mitgemacht für den Ofen und ich muss sagen, ich bin, von mal abgesehen, dass es im Gemüse nicht so gut performt, wirklich angenehm überrascht. Die Verarbeitung ist toll, da gibt es nichts zu meckern. Der Anschliff ist auf 0, Scandi auf 0, gefällt mir auch gut. Ich habe es bis jetzt erst einmal übers Leder gezogen und das Messer funktioniert einfach. Ihr könnt das sehen, ganz tolle Arbeit und jo, als Buschkraftmesser sicher eine sehr gute Wahl. Ich nehme mal, guck mal, ob ich noch irgendwo ein Stück Holz rumliegen habe. Hier habe ich noch ein Stück Haselnuss,
Also ich finde das Messer für sehr gelungen. Wer allerdings einen richtigen Schneidteufel sucht, der ist besser aufgehoben bei einem Messer mit Flachschliff. Also ich finde es für sehr gelungen und für das, was ich brauche, ist das Messer in Ordnung. Das wird mein Wald- und Gartenmesser. Ich habe ja sowieso immer mehr als eins dabei. Und ein ultrastabiles Gerät. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Papier dabei, um Papierschnitzteste machen. Aber ich glaube, man sieht schon, dass das Messer funktioniert. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Ein kurzes Zwischenfazit zu meinem Castrem Woodsman. Ich finde es für sehr gelungen und ich kann es empfehlen. Von der Verarbeitungsqualität her sowieso Bombe. Wenn man natürlich ein Schneidwerkzeug sucht, das für alle Arbeiten geeignet ist, dann müsste dieses Messer einen Flachschliff haben oder einen hochgezogenen Skandi bis über die Mitte, dann wäre das noch schneidfreudiger. Aber mir genügt dieses Messer, schön verarbeitet, die Mooreiche-Griffschalen wunderbar. Es braucht ein bisschen Pflege, aber ansonsten ein ganz tolles Messer. Jo, das war es eigentlich schon. Kleines Zwischenfazit zum Castrem Woodsman. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, denne. Tschüss.